Darauf warte ich seit 40 Jahren. Sie nennen sich selbst Geisterjäger. Nach Ansicht der Presse haben sie die Welt gerettet. Keine Augenzeugen. Und wer trägt die Fackel jetzt weiter? Die Nachfahren von Egon Spengler. Sie lassen eine Minderjährige aus einem fahrenden Fahrzeug hängen und wahllos mit einem Laser um sie schießen. Das ist ein Protonenstrahler. Der ist völlig sicher. Also völlig würde ich jetzt nicht sagen. Die Geisterjäger sind am Ende. Okay, tja, abgelehnt. Stattgegeben. Danke. Sind Sie der schräge Kauz, der alten Kram kauft? Korrekt in beiden Punkten. Kumpel, dann ist das hier der Jackpot. Was ist das? Die bessere Frage lautet, was ist da drin? Das Gleichnis handelt von einem unvorstellbar Bösen, das eine Armee von Geistern anführt. Es tötet allein durch die Macht der Angst. Wie, die erschrecken sich echt zu Tode? Wir stehen vielleicht vor einer zweiten Eiszeit. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. An die Arbeit. Kann ich behilflich sein? Man, it's in Uniform, ja! Wenn etwas merkwürdig ist. Wenn etwas sonderbar ist. Wen ruft ihr dann? Geisterjäger, was wollen Sie? Wir sind die Geisterjäger. Und kann ich dir noch was sagen? Was? Den Strahler zu schwingen macht Nein. mich an. Es fühlt sich gut an. Aufgepasst! Groß, dunkel und rattenscharf auf 12 Uhr. Yeah.